Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Eigentlich hasse ich solche Videos, wenn YouTuber schreiben, ich hole mein neues Auto ab, schaut mal, was ich für ein tolles Auto habe. Aber ich mache es jetzt auch so, weil A, schon lange nichts mehr gekommen ist und B, ich mich freue wie ein Wiener Schnitzel, wenn sich ein Wiener Schnitzel freuen kann. Man weiß es nicht. Ich habe euch noch nicht gesagt, welches Auto, also steht auch nicht in der Überschrift, das habe ich zu Fleiß gemacht, weil sonst ist ja keine Überraschung. Ich habe mir nämlich ein Auto geholt, weil mein Soul ja ausläuft jetzt demnächst und bin, ich schaue bloß immer die ganze Zeit schon hin, weil ich da steht er schon, ich sehe ihn schon, ihr nicht, und habe mir den dann besorgt, passt zum Namen. Und ist viel schneller gegangen als gedacht. Und wie das alles gekommen ist, erzähle ich euch dann. Aber ich glaube, nein, es ist kein Tesla. Nein, Tesla ist mir zu teuer für das, dass ich allein fahre und eigentlich die Leistung nicht brauche. Ich bin hier im schönen Coburg. Man sieht hier oben, muss ich bloß weggehen, sieht man die Feste, falls ihr mal... man soll die Feste feiern, wie sie fällt oder so ähnlich. Wo ist es denn? Ah, jetzt sieht man schon, welche Firma das ist. Schau, schön, schön. Da ist irgendwo die Feste, wenn man sieht. Da oben. Das ist der Konzern, wo ich das Auto gekauft habe. Das ist die Firma, wo ich es gekauft habe. Firma Gölder & Sorg. War völlig unkompliziert. Ich habe das alles telefonisch gemacht. Ich habe das Auto vorher nicht gesehen. Ich bin das Auto vorher nicht gefahren. Der Gökhan Schener, das ist ein der Verkäufer, ultra nett, hat mir dann auch den BAFA-Antrag gleich gemacht und so weiter. Ganz, ganz toller Service. Und mein Auto ist der. Es ist ein E-Up. So klein und schon ein E-Auto. Unfassbar. Aber es ist für mich das perfekte Auto. Die Symbiose von Kleinwagen und Reichweite. Und noch für einen akzeptablen Preis, wie ich finde. Und ich bin froh, dass ich einen bekommen habe. Das war dann nochmal von diesem Werkspool noch was. Und da muss ich sagen, ja, habe ich schnell gehandelt. Ist mir auch schnell geholfen worden. Vielen Dank, Gökhan, nochmal dafür. Und dann geht's schon weiter im Auto, weil wir jetzt nämlich nach Hause fahren. Nochmal Peace, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Leider nicht im Auto, weil wir ein extrem schlechtes Wetter gehabt haben. Und auch jetzt ist es nicht schön zum draußen filmen. Kalt, Schnee, bleh, ja. Und deswegen mache ich das jetzt so. Habe ich jetzt so eingerichtet, es spiegelt ein bisschen, schauen wir mal, vielleicht kann man das mit einer anderen Lampe oder anderen Beleuchtung noch besser hinbringen. Warum den E-Up? Tja, weil der E-Up für mich eigentlich schon mal ein schönes Auto ist. Also mir gefällt er optisch sehr gut, in Schwarz, gut, ich habe nur in Schwarz bekommen, Silber war schon aus, ich hätte ihn lieber in Silber genommen, aber in Schwarz ist er auch okay. Ich werde mit dem Teil noch ein paar Sachen machen. Ich werde einen Unterschutz machen für den Motor, dass er aerodynamisch noch ein wenig besser wird. Aber warum eigentlich den E-Up? Für mich wichtig, dass mein Auto günstig ist. Ja? Ich möchte einen niedrigen Verbrauch haben. Viele sagen, na, E-Auto, der Verbrauch ist nicht so tragisch, weil im Endeffekt ist egal, ob er
15 Kilowattstunden braucht oder 25 Kilowattstunden. Er ist immer noch billiger als der Verbrenner. Ja, mag sein, aber bei den momentanen Strompreisen, die dann jetzt schon fast auf 60 Cent die Kilowattstunde gehen, im privaten Gebrauch oder im privaten Verbrauch, dann ist es schon ein Unterschied, ob er 12 braucht oder vielleicht 20. Ja? Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ein kleines Auto, wenn dann, denn ich weiß, dass man den ab mit um die 10 Kilowattstunden fahren kann. Und es ist auf jeden Fall besser als mein Soul, den ich jetzt mit 14, teilweise 15 Kilowattstunden fahre. Im Jahresmittigverbrauch. Das war einer von den letzten Händler-Pool-Fahrzeugen, die kurz vor Weihnachten rausgekommen sind. Man munkelt, das sind so um die 3500 gewesen. Hab einen bekommen, nach ewig vielen Telefonaten. Da war es der Golder van Zorg, der dann noch ein paar bekommen hat, 30 Stück genau. Ich glaube, also vor einer Woche war es so, wie ich ihn geholt habe, hat er noch 5 Stück gehabt. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch welche hat, ansonsten einfach mal dort anrufen. Und vielleicht hat er noch ein paar für Interessenten. So, dieses Fahrzeug war schon immer was Besonderes für mich, weil das erste E-Auto war, das ich gefahren habe. Das war 2015, das weiß ich noch, haben wir hier gebaut. Und da habe ich noch meinen Verbrenner abgehabt und bin dann mal den E abgefahren, das Vorgängermodell von dem. Und das Vorgängermodell war halt nicht besonders reichweitenstark. Also im Sommer bis zu 130, 160 Kilometer kommen wir, im Winter teilweise unter 100. Und das war mir dann wirklich zu wenig, vor allem für den Preis. 27.000 hat er damals gekostet. Man sagt, er ist jetzt günstiger geworden, stimmt aber so nicht mehr ganz, weil das Fahrzeug hat jetzt auch 27,4, glaube ich, gekostet. Dann geht nur Händler weg und die Förderung geht weg, klar. Allerdings hat der Vorgänger 27 gekostet und war fast nichts drin. Und bei dem ist wirklich komplett volle Hütte. Das heißt, es gibt nichts mehr, was man noch nachbestellen kann. Er ist 8-fach bereift, war für mich wichtig, wie hier die Winterreifen bei uns. Er hat 5 Jahresgarantie aufs Fahrzeug und wirklich alles angehakt, was zum Anhaken geht. Das Problem ist, dass man diese Max-Ausstattung, die es jetzt momentan gibt, oder auch die neuen, die jetzt im Februar kommen sollen, wieder bestellbar, ja nur in dieser hohen Ausstattungsvariante bekommt. Ich glaube nicht, dass es ein Brot und Butter E-Up nochmal geben wird für 23.000 oder so. VW denkt da sehr kaufmännisch, ist ganz klar, weil er ein voll ausgestattetes Fahrzeug definitiv mehr EBIT bringt als ein schlecht ausgestattetes. Das heißt, für jede Ausstattung verdienen sie ein bisschen was dazu und dementsprechend werden sie es nur voll verkaufen. Das ist ziemlich klar. Das heißt, das Auto kostet mir jetzt mit allen Abzügen 18,4. Und ja, es ist immer noch viel Geld für einen Kleinstwagen mit alter Technik. Und die Technik, 2013 kam der erste raus, genau wie der i3. Und es hat sich zwar was geändert von der Batteriegröße her, aber rein von der Technik her hat sich nichts geändert. Das heißt, im Endeffekt, das Auto ist über 10 Jahre alt, weil man muss ja 2013, haben sie ja mindestens noch 2 Jahre lang Entwicklung gehabt. Das heißt, das Auto war schon geplant, mindestens 2011. Und dementsprechend ist die Technik gute 10 Jahre alt, sage ich mal. So, das heißt, man merkt es in der Bedienung, man merkt es in der Ausstattung, man merkt es analoger Tacho, analoge Knöpfe und so weiter. Ich selber mag das ganz gern. Ich habe den analogen Tacho vom Up eigentlich sehr gern, weil er ist schön abzulesen, der Kontrast passt. Ja? Ich weiß, dass der Tachometer noch in 10 Jahren funktionieren wird, wenn die meisten Displays vielleicht schon ausgekippt sind oder defekt sind und so weiter. Man weiß ja nicht, wie sich das noch entwickelt. Und dementsprechend passt das Auto für mich. Ich habe manuelle Handbremse, ich habe hinten Trommelbremsen. Das Auto passt. Ja? Ich fahre damit über
90% allein rum. Und dementsprechend die Größe passt mir, die Leistung passt mir. Wichtig war mir der Verbrauch. Ich brauche noch mal ein SUV mit 400 PS oder keine Ahnung, noch mehr PS. Mittlerweile kommen die ersten Autos mit 1000 PS raus. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und dementsprechend ist es das Auto geworden. Ja, ich habe ihn gekauft. Das heißt, ich habe meine geleast, weil ich das Auto jetzt fahren werde. Mindestens 5 Jahre, wahrscheinlich 8 Jahre, wahrscheinlich sogar noch länger. Ja, deswegen bin ich ganz froh, dass es ein E-Up geworden ist und mit Schwarz gefallen auch. Die Felgen sind die sogenannten Blade-Felgen. Hat jetzt was mit dem, ja, mit der Klingenform da drin wahrscheinlich was zu tun. Ich hätte auch die anderen bekommen, mit die 185er Reifen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die geheißen haben. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich hätte die breiteren Reifen bekommen mit der schöneren Felge, wobei mir die schon recht gut gefällt und ich habe die 165er Reifen genommen. Warum? Weil das Auto für mich effektiv und effizient sein soll und die 185er machen das Auto wieder ineffizienter und deswegen für mich nicht mehr rentabel. Ja? Das Auto muss keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Ich will das Auto so günstig wie möglich fahren und das ist jetzt die Frage an euch. Erstmal möchte ich mich bedanken. Ich habe 3.800 Abonnenten. In der Hochzeit waren es 3.820. Unfassbar, danke. Vor allem in der letzten Zeit, wo sehr, sehr wenig von mir gekommen ist, sind eigentlich die meisten da geblieben. Ich habe jetzt nur 20 Abonnenten verloren. Finde ich super klasse. Dankeschön. Was soll ich in Zukunft bringen? Ja. Wollt ihr auch ein bisschen was von dem Fahrzeug mitkriegen? Das heißt, wenn ich ihn teste, wenn ich Verbrauchsfahrten machen und so weiter. Wobei ich sage, gerade diese alten Autos gibt es schon en masse on YouTube. Ich weiß nicht, ob euch das so interessiert. Kann ich euch nicht sagen. Müsst ihr mir sagen. Bitte in den Kommentaren unten reinschreiben. Wenn ihr mehr sehen wollt von dem Auto, was ich verändere, ich werde ihn tiefer legen. Ich werde vorne eine Motorwanne hinbauen. Sogar die Antenne werde ich kürzen. Ja, also es gibt kleinere Antennen, die sind dann nicht einmal halb so hoch wie die. Auch das ist aerodynamisch nochmal was. Wahrscheinlich nicht messbar, aber vielleicht in dem kompletten Paket zusammen schon messbar. Und wenn er 1 Kilowatt weniger braucht auf 100, eine Kilowattstunde weniger braucht auf 100 Kilometer, dann wäre das für mich schon mal ein Gewinn. Und ja, ich weiß, die Kosten, die ich jetzt da reinstecke, werde ich rein vom Stromverbrauch nicht mehr rauskriegen. Aber vielleicht wird der Stromverbrauch mal so hoch oder werden die Stromkosten mal so hoch, dass es vielleicht trotzdem rentiert. Ich weiß es nicht. Schreibt es in den Kommentaren, wollt ihr mehr sehen von dem Auto? Wenn nein, auch okay, dann lasse ich ihn außen vor. Wenn ja, okay, dann muss ich meine Kamera öfter wieder auspacken, denn ich habe momentan fast keine Themen. Habe das Auto also viel eher bekommen als gedacht. VW hat gesagt, die neuen, die wir jetzt bestellen können, die Lieferzeiten sind nicht ganz genau sicher. Also kann Ende dieses Jahres Quartal 4 werden. Und auch da wissen sie es noch nicht so genau. Deswegen bin ich froh, dass ich ihn jetzt schon habe, obwohl ich eigentlich ein halbes Jahr zu früh habe. Gebraucht wollte ich ihn nicht kaufen, weil gebraucht hat er mir, wenn ich da so in Mobile reinschaue, kostet mir ein Gebrauchter, ein halbes Jahr alt, 6.000 Kilometer ungefähr oder 5.000 Kilometer, kostet mir der Gebrauchte 4.000 Euro mehr als ein neuer. Und das wollte ich nicht ausgeben, deswegen ist ein neuer geworden. Ich hätte einen Gebrauchten auch gekauft, aber nur für den Preis. So, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt es in den Kommentaren, was ihr davon haltet und was ihr zukünftig sehen wollt damit. Und dann sehen wir uns wieder demnächst. Servus, sagt Locker, euer Volker.